Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Und heute fahren wir eine Yacht, und zwar die Queen V39 9 Tonnen von Oslo nach Kristiansand. Wir haben noch einen Umleuchter, perfekt. Wie schnell dürften wir denn? Wir dürften maximal 70. Das heißt, wir fahren Strich 70 und ich muss aufpassen, weil wir Überbreite haben. Das wird eine interessante Fahrt, das steht schon mal fest. Ich weiß gar nicht, was für einen. Ich glaube, ich muss nochmal hier lauter machen. Ja, passt. Mit Handtuch auf dem Kopf ist es immer ein bisschen gedämpfter. Oh. Auch niemand. Die Ausfahrt ist zum Glück breit genug. Dann wollen wir mal die 344 Kilometer zurücklegen. Die wir halt nur über die Straße fahren werden. Wahrscheinlich sogar alles über Autobahn, glaube ich. Dann mit 70, wir können einfach mal spaßeshalber mal kurz hochrechnen, wie lange wir ungefähr brauchen sollten. Rechnen wir einfach mal mit 350 Kilometern, das heißt, wir sollten ungefähr 5 Stunden brauchen. Wir sind dort um 4.39 Uhr und wir werden erwartet im Zeitraum. Wir sind im Zeitraum, das ist super. Das erlebten wir auch nicht alle Tage, dass wir zweimal in Folge vor allem komplett im Zeitraum sind. Tanken müssen wir auch nicht, das ist wunderbar. Übrigens den Cappuccino, den ich in der vorherigen Folge angepriesen habe, dass der wahrscheinlich kalt sein wird, wenn ich fertig bin mit Duschen, mit Haare waschen. Der ist noch lauwarm, also alles ging relativ flott voran. Von daher kann ich jetzt auch ganz genüsslich einen warmen Cappuccino schlürfen. Schön, weil er ist ein bisschen weit draußen. Das Schöne ist, wir müssen auch gar nicht bremsen, höchstwahrscheinlich, weil wir einfach so langsam unterwegs sind. Wir dürfen ja schließlich nur 70. Und wir bekommen 8000 Euro dafür, das sehe ich jetzt erst. Ich habe bei der Auswahl gar nicht auf achtet. Es war eigentlich eher so nach dem Motto, okay, nehmen wir mal das und batz, fertig war's. So, weiter auf der E30. War das die 30? Ich habe es gar nicht nur im Augenblick gesehen können. E18. Weiter auf der E18 nach Kristiansand. Da müssen wir uns gar nicht wirklich viel bewegen. Ich glaube, minus 7 Grad haben wir gerade, wenn ich es richtig sehe. Ist natürlich, ja, wo. Ja, gut, wenn sie von Trockendock zu Trockendock transportiert wird, die Yacht, dann ist es natürlich schon. Macht das schon Sinn? Ich weiß gar nicht, sind die Yachts in Norwegen im Winter draußen oder nicht? Ich meine, besteht ja prinzipiell die. Ja, gut. Die Gefahr, dass sie halt im Eis dann stecken bleiben oder so.
natürlich je nachdem, ne? Also, wobei, was heißt je nachdem, ne? Ein menschengemachter Hafen kann natürlich auch dazu sorgen, dass es zu, ja, nicht ganz so stark strömenden Gewässern kommt, wodurch es dann halt. Wobei auch stark, ja, nee, ich habe nichts gesagt, also, ne? Die Frage lasse ich einfach mal so im Raum. Je länger ich so drüber nachdenke, desto mehr macht das Nachgedachte wenig Sinn. Also das danach Nachgedachte. Das Ausgangsnachgedachte macht dann schon mehr Sinn. Gesehen habe. Aber es war die E18. Okay, Mautstellen. Maut gibt es natürlich auch, ganz vergessen. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal wieder mehr oder weniger überrascht bin, dass es Maut gibt. Maut auf unserer Seite. Okay, wieder kein Retarder. Wenn wir so eine zerbrechliche Fracht haben, fahren wir ganz langsam hier rüber. Soll natürlich nichts an der Yacht passieren. Oder die Gurte locker werden. Baustelle, auch das noch. Klingt ja alles sehr spaßig. Okay, es ist eine natürliche Baustelle, also eine gemappte. Interessant. Würde mich zumindest arg wundern, wenn das hier ein Zufallsevent wäre. Oh Gott. Davor sah das doch schon ein bisschen zu. Ja, das sieht doch ein bisschen zu zugepackt aus. Zu großflächig vielleicht auch. Die Hälfte haben wir bald geschafft. Schön, dass wir auch doch relativ früh, oder was ist relativ früh, wir sind schon in der 17. Folge, ne? Also, was ist, ja gut, schon. Ja. Das ist natürlich auch so ein Level-Ding, ne? Also man muss ja auch sich ein bisschen hochleveln. Aber dass wir auch vor unserem ersten eigenen LKW, wobei haben wir schon mal so eine Fahrt gemacht, mit wo wir Überbreite hatten und Rundenleuchte brauchten und so weiter. Ich meine, es ist zwar ein Spezialtransport, aber halt nicht so ein Spezialtransport, ne?
Oh, wird's da einspurig? Ach, einspurig, ja, doch einspurig. Na, okay. Ist auch besonders schön, hier durch die Nacht zu fahren. Kann man so weit gucken. Okay, es geht auch gar nicht geradeaus weiter, von daher müssen wir Richtung Kristiansand. Weiter auf der E18. Boah, wie kann das denn weiter auf der E18 sein, wenn die E18 noch... Sieht auf alle Fälle wieder schön kurvig aus. E18 und E39, okay. Da würde mich jetzt interessieren, was das jetzt für eine ist. Wollte ich noch wenig in Eisen gehen. Sieht frei aus, wunderbar. Dann die restlichen 140 Kilometer nach Kristiansand. Böses, ich ahne Tunnel durchfahren. Ja, aber keine Retarder, ne? Das heißt, wir könnten eigentlich prinzipiell die 60 einstellen und uns dann ausrollen lassen, so wie jetzt. Weil wir uns zum nicht mal ausrollen lassen mussten, weil wir einfach so langsam waren noch. Da war da irgendwas ist weggegangen, ich weiß noch nicht, was es war. Das ist belastend. Wird denn jetzt die Festplatte so stark belastet? Das kann ja nur Micro doof sein. Check, es war Micro doof. So, schön langsam hier rüber. Vor allem diese hier, da müssen wir besonders langsam rüber. Die anderen waren ja noch angenehm, in Anführungszeichen. Die waren ja nicht ganz so hoch. Beziehungsweise die waren nicht ganz so flach oder schmal, trifft das besser. Ups, das wollte ich nicht, ich wollte das machen. Ich will gucken, ob vorne noch ein Tunnel kommt oder nicht. Aber sieht auch relativ gerade aus.
Okay, schön, Tim hat noch wieder hoch auf 70. Keine Lust hier so rumzueiern und schnell wieder Gas zu geben. Ich ahne Böses, dass es bergab geht. Viel bergab geht und wir doch ein bisschen schneller werden. Wobei es noch gerade ganz gut aussieht, aber es geht leicht bergab. Lass uns das Modell noch einfach mal ausrollen. Eieieiei. Ist auch wieder schön, dieses Bergauf und Bergabfahren. Solange es hier nicht wieder so viele Ampeln kommen, ist alles wunderbar. Da war hier nämlich wenig Lust. Geht aber schon ziemlich schnur da. Ja. Relativ straight, sage ich jetzt mal, also auch mit Kurven und so weiter, aber ohne jegliche T-Kreuzung, die man nehmen muss. Haben wir schon fast geschafft, 40 Kilometer nur noch. Oh Gott. Das war so klar. Okay, jetzt haben wir natürlich die schmale Stelle genommen, das war natürlich sehr klug. Wäre breiter gewesen. Hätten wir mal nehmen sollen. Wäre definitiv besser gewesen. Aber das hätte ja passt noch. Also alles in Budget. Aber auch an dieser Brücke finde ich immer sehr faszinierend, wie es einfach zwei Typen gibt. Einmal die rechte Seite, die höher ist und einfach eine normale Brücke auf Stelzen ist. Und links hat man dann eine Hängebrücke. So irgendwie zwei komplett unterschiedliche Baustile auf einem Fleck. Ich glaube, das fest gleich runter gedingt ist auf 50 oder. Okay, noch nicht, ich dachte. Aber hier. Wir haben es. Oh Gott. Lag geschafft. Vorne müssen wir hin, hier vorne. Ist ja schon wieder hier schön am Lecken. Oder war es zumindest. Jetzt geht's wieder. Oh.
Wurst für sich, ey. Lang zu fahren, das war schon auch nice. Ach, direkt zum Hafen müssen wir. Das passt ja sogar perfekt. Das macht ja sogar richtig Sinn. Ein bisschen zu stark gebremst. Okay, da müssen wir hin. Wie fahren wir denn da ein bisschen hin? Ach, haben die auf dem Parkplatz drehen, jetzt genügend Platz. Schlafen wollen wir nicht, aber trotzdem danke fürs Angebot. Wunderbar, dann wollen wir mal. Doch, kann man nehmen. Wollen wir mal die 8000 kassieren? Ausgezeichnet, Yacht Queen V39 von Oslo nach Kristiansand geliefert. Oh, das ist ja eine Menge an Bonis. 343 Kilometer, 5 Stunden 30 und 177 Liter haben wir verbraucht. Wir bekommen 8069 Euro dafür. Und 672 Erfahrungspunkte. Ich hoffe, euch hat Folge 17 gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.